The video that follows is the original footage of the very first time a computer was used to cheat in chess. It was the brainchild of the then science reporter, Frederick Friedel, who would later co-found ChessBase. And he spearheaded the documentary from which this was taken. Deepest thanks to him for providing this long-forgotten material. He told me, tongue-in-cheek, that he is deeply repentant for having pioneered this worldwide issue. It will no doubt surprise many to learn that this actually happened all the way back in 1980, when personal computers were just beginning to become a household name, and commercial chess programs were weak amateurs at best. To pull off this experiment, Frederick Friedel enlisted the help of the renowned computer scientist Ken Thompson, the creator of the Unix operating system. Ken Thompson was also a hardcore chess enthusiast, and had been developing his own computer chess machine over the previous years, Bell. His latest creation, just finished in 1980, was a huge upgrade over previous versions, and would later become the first chess computer ever to be awarded the rank of master by the US Chess Federation. However, this machine was not like the early chess machines on the market, and looked more like a small refrigerator in size, and probably not much lighter either. As such, it remained in Thompson's laboratories. I hope you enjoy watching this as much as I did when I first saw it. Um diesen Streit um die Intelligenz der Computer nun von psychologischen oder philosophischen Vorstellungen zu befreien, hat vor Jahrzehnten schon der Engländer Alan Turing einen sehr einfachen Test vorgeschlagen. Ein Mensch tritt mit einem Partner in einen verdeckten Dialog ein, etwa über so eine Schreibmaschinentastatur. Und wenn er dann nach diesem Dialog nicht mehr entscheiden kann, ob es mit einem Menschen oder einer Maschine zu tun hatte, dann wird man wohl der Maschine, wenn es denn eine war, so etwas wie Intelligenz zubilligen müssen. Wir haben nun so einen Turing-Test fürs Schachspiel arrangiert. Wir haben zur Realisierung des Tests eine Simultanpartie beim Hamburger Schachfestival gewählt. Besondere Freude in Hamburg, den deutschen Großmeister, der auch von zahlreichen Fernsehkommentierern her bekannt ist, Herrn Dr. Helmut Pfleger vorstellen zu können. In simultanen Partien nimmt es ein Meister mit vielen Spielern gleichzeitig auf. Hier hatte es Dr. Pfleger mit einigen ungewöhnlichen Gegnern zu tun. Für unseren Test haben wir, ohne Wissen Dr. Pflegers, drei Computer unter seine 26 Gegner geschmuggelt. Vor der Partie wurden drei hinreichend langhaarige Spieler mit Mikrofonen und einem drahtlosen Empfänger ausgerüstet. Ja, aber den Kopf noch bewegen kannst du. Ja. Mhm. Ja. Eingestellt ist das. Ja. Ganz links ist, schon, ist aus. Erste Stufe ist ein. Ja. Etwas lauter. Mhm. So lassen ich glaub, wir das, die erste, ne? Reicht. So, jetzt müssen wir das nur auf diesem Wege wurden den Spielern von der Galerie der Alsterdorfer Sporthalle die Computerzüge übermittelt, die sie dann auszuführen hatten. Zur selben Zeit begab sich bei den Bell-Laboratorien Ken Thompson an den Terminal seiner Schachmaschine. Da er sich selbst für einen mäßigen Spieler hält, hatte er noch einen guten Schachspieler mitgebracht, um sicher zu sein, wann er Remis anbieten oder aufgeben sollte. Zwei Dinge, die die Maschine nicht kann. Die Verbindung zwischen Hamburg und New Jersey wurde durch Telefon hergestellt. Zu einer für den Nachtarbeiter Ken Thompson ungewöhnlichen Stunde, 9 Uhr Ortszeit. Oh, it's, eyes aren't open yet, but I'll be okay in a minute. Sehr gut. Now he's thinking about it, he's wondering. Das geht aber auch nicht. Die Züge von Dr. Pfleger wurden von der Galerie aus mit einem Fernglas beobachtet und dann telefonisch nach Amerika übermittelt. Mit Pokermine führten unsere Gewehrsleute die Computerzüge aus. Pfleger hatte keine Ahnung davon, gegen wen er hier spielte. Pfleger zog gleichförmig seine Runden und spielte oft schon in der Eröffnung Vorteile heraus, die bei den Gegnern kein rechtes Gegenspiel aufkommen ließen. Bishop G4. Ja? No, F4, sorry. Bishop F4.
Ich hatte mich selbst in die Runde gemischt, um einmal am eigenen Leibe zu erfahren, wie hoffnungslos unterlegen man einem Gegner ist, der überhaupt nicht nachzudenken scheint. Die Bell-Maschine ist von solchen Überlegungen nicht betroffen. Sie kritisiert sogar den Großmeister. He's castled. He castles? So hat es keinen Zweck gehabt. Because you think it's a weak move? According to the book, that's the second move. Second best move. Nach dem Eröffnungsrepertoire, das in Bell gespeichert ist, macht Pfleger gelegentlich nur zweitbeste Züge. Okay, the computer plays Bishop E7. The computer will play Bishop E7. Okay. Nur die Ruhe, Regine. Bishop E7, Läufer E7, Dieter. Die Regine, die hier die Ruhe bewahren soll, ist eine sehr gute Clubspielerin. Zu ihrer Bestürzung muss sie jetzt Verlustzüge machen, die ihr ein Gerät namens Sargon vorschreibt, der größte der kleinen Schachcomputer für jedermann. Nach dem 12. Zug wird er aus dem Spiel genommen. Und nicht viel besser ergeht es einem Programm der Hamburger Universität. Und auch wir Menschen können einer nach dem anderen aufgeben. Has he made his move yet? The computer is predicting he's going to play H5. And bad things are going to happen. Bell hatte sich im Vergleich hervorragend gehalten und keine trivialen Fehler gemacht. Trotzdem befand sich der Computer eindeutig auf der Verliererstraße. In Amerika diskutierte man schon die Aufgabe, denn Pfleger hätte ohne Schwierigkeiten einen Bauern durchbringen und in eine Dame verwandeln können. Anstatt den Bauern durchzubringen, ließ sich Pfleger jedoch auf ein Geplänkel ein und machte dabei einen Fehler, den der Computer in einer brillanten Endspielkombination brutal ausnutzte. Der Computer sieht jetzt, dass er gewinnen wird. Eine sehr schöne Leistung für Bell, denn bislang galten die Computer gerade im Endspiel als besonders schwach. Der Großmeister, der es nach 3 Stunden nur noch mit 2 Gegnern zu tun hatte, konnte dieser Kombination nichts mehr entgegensetzen. Okay. Computer plays Rook takes Queen. White resigns. Nach dem 68. Zug gab der Großmeister auf. Unmittelbar danach dann die Enthüllung unseres Versteckspiels. Wir haben, ohne dass Sie es wussten, einige Spielerzüge von Computern ausführen lassen. Ist Ihnen in dieser Hinsicht irgendetwas aufgefallen, sind Sie stutzig geworden? Ich bin nicht stutzig geworden, nein. Sie haben nichts davon bemerkt? Nee, nee, gar nicht. Eine der Partien, die Sie verloren haben, wurde von einem Computer gespielt, Gottes von Bell in USA. Lala. Nee, habe ich nicht gemerkt. Ja, welche Partie habe ich da verloren? Also, das war die Partie, die hier bis im Endspiel entschieden wurde. Ach, das? Wirklich? Ja, das war eine Computerpartie. Jetzt bin ich aber ehrlich überrascht. Die Dinge spielen ja dann doch schon ganz ordentlich. Ja? Wir haben diesen Test nun noch ein bisschen weitergeführt, 5 Partien ausgewählt, darunter auch die von Bell gespielte und an Fachleute in aller Welt versandt, die dann raten sollten, welches die Computerpartie war. Um es kurz zu machen, die Computerschachexperten haben meistens auf die richtige Partie getippt, mit guten Gründen, während Schachspieler sehr weit daneben lagen, auch sehr berühmte Schachspieler. So schwer ist also offensichtlich, die Computer von den Menschen zu unterscheiden. Allerdings gibt es immer noch ein Kriterium, die Spielstärke. Und dafür haben wir unseren Experten hier, Großmeister Dr. Pfleger. Sind Sie von dem, was Sie hier in Linz gesehen und fürs Publikum kommentiert haben, genauso beeindruckt wie damals von Ihrem Hamburger Erlebnis? Ja, teilweise möchte ich sagen. Also teilweise spielen die Dinger wirklich gut. Und zum Beispiel Bell, was mich in Hamburg ja also wirklich übel hergerichtet hat, spielt heute wieder eine hervorragende Partie. Andererseits haben die natürlich auch noch ihre deutlichen Schwächen. Und so ist es so und so. Ich glaube aber nicht, dass die also in absehbarer Zeit, oder eigentlich glaube ich es überhaupt nicht, dass die jemals wirklich Großmeisterstärke erreichen können. Und nun hier das Entscheidungsspiel, wie zu erwarten, an der Donau, eine rein inneramerikanische Angelegenheit. Und auch heute wieder schlägt die kleine Hochschule
Hochgeschwindigkeitsschachmaschine Bell, ein Programm, das auf einem Riesenrechner in Kalifornien läuft, in überlegener Manier. Nun, als vor 30 Jahren mit der Schachprogrammierung begonnen wurde, da verfolgte man ja hochgesteckte Ziele. Die Erfindung superintelligenter Maschinen, die Nachahmung der Denkvorgänge des Gehirns und die Entwicklung von Entscheidungsstrategien für Militär und Wirtschaft. Soweit wir hier sehen konnten, ist aus dem allem nichts geworden. Schachprogrammierung ist ein Vergnügen, freilich vor dem ernsthaften und faszinierenden Hintergrund des Wettkampfs zwischen Maschine und Gehirn. Hier nun zur Illustration des großen Abstandes zwischen den besten Computerprogrammen und den Großmeistern und auch ein wenig zur Ehrenrettung des menschlichen Gehirns eine Blitzpartie zwischen Helmut Pfleger und Bell. Jeder der Partner hat 5 Minuten zur Verfügung und hier kann der Computer seine brutale Genauigkeit sehr stark zum Tragen bringen. Er wird aber trotzdem keine Chance haben. Queen Charlie 6, check. Tell me when it's 60. Queen Charlie 7, check. Go. Thank you, man. Okay, is that it? You know tomorrow 9? Das haben Sie gar nicht versucht zu erklären, das haben Sie vergessen. Yes, tomorrow is here that day. Für ihn, ich habe keine Ahnung.